Ja, Ruth? Hallo. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bist du allein? Natürlich. Hätte ich mir ja auch denken können, wenn du mich bei dir sehen willst. Nur so oder gibt's was Besonderes? Etwas Besonderes. Ist es denn nichts Besonderes, wenn du kommst? Ich habe ein bisschen wenig Zeit für dich gehabt. Tut mir leid. Du auch heute. Also mehr als ein kurzer Besuch wird's nicht. Hauptsache, ich sehe dich. Das dachte ich mir auch. Du fehlst mir. Ach, noch eine Frage. Ist mir peinlich, aber sag mal, hast du ein bisschen Geld im Hause? Habe ich doch immer, wenn du kommst. Du, was soll denn das? Das eine hat ja wohl mit dem anderen nichts zu tun. Außerdem, du bekommst alles wieder zurück, wie versprochen. Wenn du gewisse geschäftliche Engpässe überwunden hast. Also soll ich nun kommen oder nicht? Natürlich sollst du kommen. Du wirst erwartet. Das reicht. Ist es recht so? Ja, sehr schön. Oder soll ich noch... Oh, nein, danke, das reicht. Kommen Sie bitte mit. Na, bisschen üppig. Naja, vielleicht ein bisschen viel. Hast ja recht. Aber macht nichts. Buchen wir eben als Geschäftsunkosten ab. Geschäftsunkosten. Wir sind Partner, Kompagnons. Kompagnons. Verkaufst du eine Anzeige in unserem Branchenadressbuch, das nie erscheinen wird? Unter welcher Rubrik denn? Lass mich nur machen. Anschmiegsame 40erin. End-30erin. Attraktiv, vielseitige Interessen. Finanziell unabhängig, großzügig. Mensch, Erik, hör auf. Können wir auch ein Taxi nehmen? Ist ja schon gut. Komm, bitte fahr. Ist ja nur noch ein Monat, bis ich meinen Führerschein wieder habe. Wir sind gleich da. Vielleicht ist deine Dame ja gar nicht... Gut ist da. Sie hat mich in den ganzen Jahren nicht einmal versetzt. Das Kind ist in der Schule, der Mann in seiner Kanzlei. Und ich bin bald wieder zurück. Wenn du bitte warten würdest. Danke, dass du mich gefahren hast. Hallo, ich bin's. Ruth, bist du da? Hallo? Hallo? Was ist denn passiert? Vielleicht hat er noch eine Chance. Hoffen wir es. Armin Fuchs, 50. Ja. Zwei Einschüsse, Leo.
Wer hat geschossen? Weiß ich nicht. Sie sitzen alle da drin. Guten Tag. Guten Tag. Was ist mit dem Mädchen? Die haben wir so vorgefunden. Total verstört. Wahrscheinlich die Aufregung. Leo, schau mal den jungen Mann am Fenster. Geh doch mal raus, Henry. Also, gebieselt es. Moment! Bleiben Sie doch mal stehen! Leo, wie gesagt, zwei Einschüsse. Einer in der Herzgegend und einer im rechten Oberarm, so schräg von oben. Möglicherweise hat ihn das zweite Geschoss getroffen, als er schon vorn überfiel. Kann sein. Ja, aber da war deutlich ein Abstand zwischen den Schüssen. Ach, Sie haben die Schüsse gehört. Wo waren Sie denn? Und vor allem, wer sind Sie? Erik Pohl, ich bin ein Freund von Armin Fuchs und sein Kompagnon. Sie sind mit ihm gekommen? Ja. Ja, aber ich habe draußen im Auto auf ihn gewartet. Und als Sie die Schüsse gehört haben, sind Sie reingekommen? Ja, ich habe dann angerufen. Die Polizei und den Rettungswagen. Ah ja, danke. Sie sind als Erste hier eingedrungen. Ja, wir waren ganz in der Nähe, als die Zentrale uns benachrichtigte. Da wurde nichts verändert hier? Sie haben das alles so vorgefunden? Ja, genau bitte. Wo lag das Opfer? Hier? Ja, und die Pistole da. Welche Personen waren im Raum? Ja, dieser Herr... Pohl, das Mädchen und die Eltern. Dr. Klaus und seine Frau. Danke. Leo, Leo. Schau mal. Sie scheinen völlig unberührt zu sein. Tanja. Tanja. Leo? Ja. Schau doch mal. Herr Dr. Klausen, Ihre... Na, sagen wir mal, Teilnahmslosigkeit. Okay, der Schock. Aber es wundert mich trotzdem ein bisschen, als ob Sie das alles nichts anginge. Herr Dr. Klausen. Herr Kress, richtig? Ja, ja, wir kennen uns vom Gericht her. Sie sollten unsere Teilnahmslosigkeit, so nannten Sie es doch. Richtig. Nicht als anwaltliches Kalkül auslegen. Wer hat geschossen, Herr Dr. Klausen? Sie, Ihre Frau oder Ihre Tochter? Tanja hat nichts damit zu tun. Sondern? Ihr Mann? Sie selber? Was meine Frau aussagt, ist nicht von Bedeutung. Sieht aber doch ein bisschen nach anwaltlichem Kalkül aus. Oder war sonst noch jemand hier im Raum? Sollen wir Ihnen Ihre Rechte vorlesen? Oh, die kennt er in- und auswendig als Strafverteidiger. Wem gehört die Tatwaffe? Ihnen? So eine Waffe besitze ich nicht. Hören Sie, Herr... Kress. Herr Kress, wenn Sie jemanden festnehmen müssen, dann... Dann stellst du dich zur Verfügung, oder wie? Wer denn sonst? Wer denn? Nein, ich habe geschossen. Ich war... Du hältst jetzt den Mund, bitte. Das können Sie als Geständnis nicht ernst nehmen. Außerdem ist es nicht verwendbar. Ich werde dem Gericht klarzumachen wissen, dass meine Tochter diese Aussage nur unter Schockwirkung machte. Dann gestehen Sie doch. Dann wäre die Sache aus der Welt. Vielleicht war es ein Einbrecher. Oder war er kein Unbekannter für Sie? Entschuldigung, aber Unbekannter? Armin war doch wie ein Freund der Familie. Der ging doch hier ein und aus. Also das ist reichlich übertrieben aus einer geschäftlichen Beziehung. Und zwar einer sehr unwichtigen geschäftlichen Beziehung war daran gar nichts. Pops. Vater. Das hat doch jetzt keinen Sinn mehr. Ich habe geschossen. Ich war's. Halt bitte den Mund! Ich war's. Ich war's ganz allein. Meine Frau und meine Tochter haben nichts mit der Sache zu tun. Hören Sie, Herr Kress, ich habe geschossen. Mein Mann will mich nur schützen. Na wunderbar. Damals auf Anhieb gleich drei Geständnisse. Bei zwei Schüssen. Aber wir haben niemand unter Druck gesetzt. Da bekommen mehr Täter angeboten, als wir brauchen. Oder soll ich von gemeinschaftlicher Täterschaft ausgehen? Sie werden verstehen, dass wir uns vorläufig gezwungen sehen, von unserem Recht der Aussageverweigerung Gebrauch zu machen. Aber bitte. Unser Recht kennen Sie auch. Verdunklungsgefahr, gemeinsame Absprache. Da ist verbranntes Papier im Aschenbecher. Ja, da glimmte doch vorhin irgendwas. Herr Kress? Wie? Als Sie reinkamen? Herr Kress? Ja, ich glaube, als ich telefoniert habe mit der Polizei. Und jetzt wollen Sie uns festnehmen?
Was spricht dagegen, Herr Dr. Clausen? Unsere Tochter Tanja. Sie sehen doch ihren Zustand. Sie kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Doktor? Also transportfähig ist sie. Haftfähig. Vorerst nur unter ärztlicher Aufsicht. Die können Sie haben. Danke, Doktor. Wenn ihr dann alles Nötige in die Wege leitet, Kartentransport für die junge Dame. Und, ach ja, Herr Pohl. Ja? Wo sind Sie zu erreichen? Die gleiche Adresse wie Armin Fuchs. Kommen Sie bitte. Die Herrschaften vertraue ich Ihnen an. Die kommen mit aufs Präsidium. Sie, Sie und Sie sind vorläufig festgenommen. Wie sieht's aus im Krankenhaus? Können wir ihn bald vernehmen? Gut. Ist überhaupt nicht dran zu denken, sagt der Arzt. Der liegt immer noch im Koma. Sieht nicht sehr gut aus. Hab ich mir gedacht. Dr. Clausen hat sich seinen besten Anwaltskollegen genommen, um alle zu vertreten. Was ist mit Tanja? So wie die aussah, war sie die Einzige, die das wirklich mitgenommen hat. Na danke, das reicht. Die wollen Sie noch ein bisschen beobachten. Der Vater, der scheint ja eiskalt zu sein. Seine Frau weniger. Kann einem schon leid. Die Tatwaffe ist registriert und zugelassen auf einen Moritz Brinkmann. Beruf, Platzwart einer Sportstätte. Und da wohnt er. Das ist ja bei Clausen direkt um die Ecke. Clausen besitzt auch eine registrierte Waffe, aber ein anderes Modell. Ich denke, er hat gesagt, dass... Dass seine nicht die Tatwaffe ist, ja. Die hat er vielleicht in seiner Kanzlei? Möglich. Was war mit Fingerspuren auf der Tatwaffe? Es gibt mehrere. So viele, dass meine Leute kaum klargekommen sind beim Sortieren. Einige übereinander und teilweise verdeckt, auch verwischt. Aber vielleicht holen wir noch irgendwas raus. Tja, das sieht nach einem richtigen Komplott aus. Jeder gesteht, der Täter gewesen zu sein. Und jeder hat dann wahrscheinlich auch seine Fingerspuren hinterlassen. Dann warten wir erst mal das Ergebnis ab. Und was ist mit dem verbrannten Papiermaschenbecher? Von einem Brief oder was Ähnlichem. Kaum noch auszuwerten. Aber die tun ihr Bestes im Labor. Tag, sind Sie Herr Moritz Brinkmann? Ja, ja. Kriminalpolizei. Mein Name ist Kress, meine Kollegen Herr Heimann und Herr Johnson. Ach, wegen der Schießerei bei Clausens, schreckliche Sache. Sie sind wegen meinem Sohn hier, stimmt's? Na, kommen Sie doch rein. Danke. Ihr Sohn? Was hat denn der damit zu tun? Ach, nichts, hoffe ich doch. Weil er halt so ein bisschen liiert ist mit der kleinen Tanja. Liiert? Na ja, liiert. Möchte er gern. Da schmeißt der alte Clausen noch Knüppel dazwischen, wo er kann. Na ja, Sohn von einem Platzwart, alleinerziehender Vater, ohne Mutter aufgewachsen. Ist Ihr Sohn zu Hause? Nein, wo soll er sein? In der Arbeit natürlich. Herr Brinkmann, Sie besitzen eine Pistole. Ja, wieso? Alles in Ordnung. Zugelassen. Wollen Sie meinen Waffenschein sehen? Nein, nein, nicht nötig. Zeigen Sie uns einfach die Pistole. Wo haben Sie die aufbewahrt? Hier, im Dielenschrank. Ist aber ein bisschen leichtsinnig. Ach, wieso? Das gibt's doch nicht. Die ist doch immer, der Junge hat nichts damit zu tun. Der Paul schießt doch auf keine Menschen. Das haben wir auch nicht gesagt. Nur, Ihre Pistole ist die Tatwaffe. Eindeutig. Die Frage ist nun, wer hat damit geschossen? Zunächst müssen wir Ihren Sohn als Zeugen vernehmen. Der ist unschuldig, der Paul. Ja, bitte? Suchen Sie jemanden? Nein, 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 ich... Er liegt ein Verwandter von Ihnen hier. Ich wollte nur wissen, Fuchs, Armin, wie es ihm geht. Da sollten Sie lieber den Arzt fragen. Ich sag's ihm. Moment, nun warten Sie doch! Der Pol scheint nicht da zu sein. Lass es uns trotzdem versuchen.
Ach, guck mal. Armin Fuchs und Erik Pohl direkt nebeneinander. Hallo? Zu wem wollen Sie? Zu Armin Fuchs. Wieso? Kriminalpolizei, krass. Ja, aber der Armin, der liegt doch auf der Intensivstation. Das müssen Sie doch wissen. Ach, Herr Pohl. Chris, ich wohne da drüben. Wir hätten uns gerne in der Wohnung von Armin Fuchs umgesehen. Durchsuchungsbeschluss habe ich. Für die Wohnung? Und für den Branchenadressbuchverlag. Ist ja dieselbe Adresse. Und ich? Kann ich jetzt gehen? Wenn Sie uns Ihren Namen sagen und was wir da in dem Koffer haben. Renate Lajos. In meinem Koffer? Nur meine Sachen natürlich, was denn sonst? Ich habe hier vorübergehend gewohnt. Dürfen wir? Ja, bitte. Sie haben hier gearbeitet? Ja, auch. Und gelebt. Wenn Sie wollen, dann rechnen Sie mich zum lebenden Inventar. Ah. Und jetzt wollen Sie gerade ausziehen. Ja, ehe der große Rummel hier losgeht. Ach ja. Welcher Rummel denn? Entschuldigen Sie, aber diese Akten interessieren uns natürlich mehr als Ihre Kleidung. Aber das habe ich doch nun gerade. Bin gerade dabei, ein bisschen Ordnung in die Unterlagen reinzukriegen. Die Sie wegschaffen wollten, ja? Nein. Nein, wieso denn? Ach, Herr Kreuz, bitte sagen Sie Ihren Leuten, dass Sie... Das ist schon in Ordnung so. Aber wieso interessieren Sie sich plötzlich für unsere geschäftlichen Unterlagen? Ach, wissen Sie, wir sind immer noch auf der Suche nach einem Motiv für den Mordanschlag. Und nachdem Dr. Clausen behauptet hat, dass er einen Fuchs nur geschäftlich kennt... Tja, aber die Clausens haben doch gestanden. Alle drei. Alle drei. Da fragt man sich doch, warum. Nun machen wir ruhig weiter. Es sollen ja einige Anzeigen wegen Unregelmäßigkeiten in Ihrer Firma vorliegen. Gegen Armin Fuchs, aber nicht von den Clausens. Die Unterlagen haben doch nichts mit den Schüssen zu tun. Bestimmt nicht. Ach, das wissen Sie so genau. Vorstellbar wäre es schon, dass die Clausens zu den Geschädigten gehören. Möglicherweise finden wir ja Unterlagen darüber. Über die doch nicht. Ach, die waren doch wie... Ich hab's Ihnen ja gesagt, die waren wie seine eigene Familie. Was Dr. Clausen ausdrücklich bestreitet, das haben Sie selber gehört. Aber das stimmt doch nicht. Ich meine, was der sagt. Sondern? Könnte es da auch andere Gründe gegeben haben? Ich meine, der Dr. Clausen, der schweigt sich da ja aus. Die Frauen scheinen ihn ja sehr gemocht zu haben, den Herrn Fuchs. Alles Liebesbrief. Zeig doch mal. Also, das ist interessant für die Kollegen von der Wirtschaftskriminalität. Verschwinden lassen sollten Sie das auf gar keinen Fall. Wir wollten niemanden betrügen. Wir wollten ein Branchenadressbuch herausbringen. Ein Branchenadressbuch? Ja, einen Werbeträger, für den wir Anzeigenkunden abkassiert haben. Das Ganze sollte gedruckt werden und vertrieben, aber durch einen finanziellen Engpass haben wir im Augenblick einige Schwierigkeiten. Und Dr. Clausen war einer der Betroffenen? Nein, der doch nicht. Außerdem bringt man deswegen niemanden um. Sollte Ihnen noch was einfallen? Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt. Moment, Frau Larius. Ihren Ausweis würde ich gerne sehen. Und wenn Sie mir Ihre nächste Adresse angeben könnten? Wieso? Ich habe mit dieser Schießerei nun wirklich nichts zu tun. Wie schön für Sie. Aber das möchten wir gerne nachprüfen können. Bitte sehr. Danke. Ach nee, Herr Brinkmann. Das freut mich aber. Und Ihren Sohn haben Sie auch mitgebracht? Habe ich nicht mitgerechnet. Ja, gehen wir gleich in mein Büro. Ja. Ist ja ein Glück, dass wir gerade gekommen sind. Rein, nehmen Sie Platz. Wie er nach Hause kam, der Paul, habe ich ihn gleich aufgescheucht wegen der Pistole. Ja? Na, also er sagte... Das kann er uns doch selber erzählen, Herr Paul. Ja. Also? Da
Tanja hat gesagt, dass sie sich diesen Kerl vom Leib halten muss. Die wollte ihm drohen. Hat Tanja Ihnen das so erzählt? Nur drohen. Aber die Pistole war ja immerhin geladen, ne? Die war doch gesichert. So, jetzt setzen Sie sich erstmal hin. Ich habe ihr noch gesagt, dass sie aufpassen muss. Mit der Sicherung. Dass sie da ernst machen wollte. Könnte es vielleicht sein, dass sie die Munition absichtlich drin gelassen haben? Nein. Nein. Wieso? Was hätte ich denn davon, wenn Tanja ins Gefängnis muss? Das war nur, weil sie hatte es so eilig. Morgens, als sie kam und die Pistole von mir wollte. Ich habe gedacht, sie holt mich ab auf dem Weg zur Schule. Aber Tanja war so fertig wie... Also, als ob... Genauso hat es mir erzählt. Die wollte den nicht umbringen, das schwöre ich. Das ist nur meine Schuld. Also nur mal langsam. Erstens mal steht noch nicht fest, wer geschossen hat. Das Mädchen oder... Oder haben Sie da was durchs Fenster gesehen? Sie haben sich doch da rumgedrückt zur Tatzeit. Der lebt ja auch noch. Das ist doch kein Mord oder Totschlag oder sowas. Na, dann hoffen Sie mal schön, dass er am Leben bleibt. Haben Sie gesehen, wer geschossen hat? Ja oder nein? Nein. Er war im Krankenhaus, der Paul. Hat nach dem geschaut. Und wenn der jetzt an was anderem stirbt? Kann man das doch nicht, Tanja? Wie anders? Herzschlag oder? Na, die Treppe wird ja nicht runterfallen. Der hängt an zu vielen Kabeln und Schläuchen dran. Also, wir machen jetzt ein Protokoll und dann kann der Junge mal nach Hause gehen. Und der Herr Brinkmann wird in Zukunft ein bisschen besser auf ihn aufpassen, nicht? Und auf seine Pistole. Bestimmt. Siehst du, habe ich dir doch gleich gesagt, die reißen dir den Kopf nicht ab. Naja, falls sich nicht herausstellt, dass er uns doch noch was verschweigt. Danke. Tanja, darf ich doch sagen. Paul lässt Sie grüßen. Na komm, Sie setzen sich erstmal. Paul hat Ihnen also die Pistole seines Vaters verschafft, damit Sie sich diesen Herrn Fuchs vom Leib halten konnten, weil der Sie sexuell bedrängt hat. Sie wollten natürlich nicht schießen, nur drohen. Aber dann haben Sie doch geschossen. Zweimal. Ich? Ja, haben Sie doch selber gesagt, dass Sie geschossen haben. So sehr haben Sie Armin Fuchs gehasst. Oder gab es da noch einen anderen Grund? Ich habe nicht geschossen. Moment. Zu Hause haben Sie es doch zugegeben. Ich habe nicht geschossen. Wer dann? Ihr Vater? Ihre Mutter? Ich verweigere die Aussage. Bei Verwandten darf ich das. Sie widerrufen und Sie verweigern die Aussage. Es ist möglich, dass Ihr Anwalt inzwischen hier war und Sie beraten hat. Tanja, das bringt nichts. Wir werden die Wahrheit rausfinden. Nehmen Sie sie wieder mit. Herr Dr. Clausen, ich hatte Ihnen angeboten, zu dieser Vernehmung Ihren Anwalt hinzuzuziehen. Das ist nicht nötig. Ich werde keine Aussage machen. Sie haben meine Tochter gesehen. Wie geht es ihr? Ja, gut. Den Umständen entsprechend. Kann man Sie jetzt nicht wenigstens entlassen? Sie hat doch Ihr Geständnis widerrufen. Ach, Sie sind ja gut informiert. Klare Absprache mit Ihrem Anwalt. Ob man sie nicht entlassen kann, habe ich gefragt. Wir werden das prüfen. Vielleicht, wenn Sie etwas kooperativer wären. Darf ich das als Erpressung verstehen? Sie haben mich nicht ausreden lassen. Es würde Tanjas Entlassung überhaupt die ganze Angelegenheit beschleunigen. Wenn Sie nichts mehr gegen Tanja in der Hand haben, können Sie sie nicht festhalten.
Und jetzt möchten Sie sicher wissen, ob es nicht vielleicht doch noch Verdachtsmomente gegen Tanja gibt. Und? Ja, wenn Sie bei Ihrem Geständnis bleiben. Und das tun Sie doch, oder? Haben Sie auf Fuchs geschossen, ja oder nein? Ich wiederhole mich ungern. Es ist doch auch in Ihrem Interesse. Und im Interesse Ihrer Familie. Wollen Sie nicht reinen Tisch machen, bevor wir da womöglich die eine oder andere Peinlichkeit ans Licht bringen? Vielleicht sind wir ja der Lösung des Rätsels viel näher, als Sie sich das vorstellen. Jetzt bluffen Sie aber, oder? Naja, wenn man zwei und zwei zusammenzählt. Nein? Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Clausen. Und das meine ich wirklich so. Ruf Werner rüber. Aber schnell, ich brauche ihn. Du bist hier gefragt, Werner. Riecht nach Arbeit. Also wenn du bezüglich der Asche im Aschenbecher auf ein positives Ergebnis hoffst, Fehlanzeige, da ist echt nichts mehr rauszuholen. Um das rauszufinden, haben die so viel Zeit gebraucht. Fingerabdrücke und so, das kriegst du heute noch, Leo. Ihr habt euch doch bei Clausen so umgesehen. Ist da ein Computer im Haus? Ein Computer? Doch, ja, im Zimmer der Tochter. Wir haben diesen Brief hier bei Armin Fuchs im Schreibtisch gefunden. Unterzeichnet mit einem T. Ich habe mir ein paar Mal durchgelesen. Also ich weiß nicht, könnte der von Tanja sein? Das gibt's doch nicht. Das ist ein echter Liebesbrief, Leo. Na, stell dir vor, das habe ich mir auch hier gedacht. Hab noch nicht vergessen, wie sowas aussieht. Warum sollte sie ihn denn umbringen, wenn sie so auf ihn stand? Das ist ja die Frage, die ich mir stelle. Eifersucht wäre eine Möglichkeit. Seht euch mal die anderen Briefe an. Der hatte offensichtlich eine ganze Galerie von Mädchen. Wenn die dahinter gekommen ist. Im Übrigen streitet sie jetzt ab, dass sie geschossen hat. Und wer dann? Ja, da verweigert sie die Aussage. Bei der Vernehmung der Eltern bin ich auch nicht weitergekommen. Die bleiben beide bei ihrer Selbstbezichtigung. Im Moment sagt keiner was. Ich nehme an, der Anwalt hat Funkstille verordnet. Leo, das ist doch ein ganz junges Mädchen. Und er, der Armin Fuchs. So ist es so vorkommen. Die ist in einem Alter, wo man sowas besonders ernst nimmt. Also wenn du wissen willst, ob der Brief auf ihrem Computer geschrieben ist. Ja, natürlich, um sicher zu sein, dass er von Tanja ist. Eine Computerschrift ist es. Aber wenn sie den Brief nicht gespeichert hat... Quatsch, das würde sie doch löschen. Naja, nachsehen kostet ja nichts, oder? Du willst da noch mal hin? Was heißt ich? Ohne euch Spezialisten komme ich doch mit den Dingern nicht zurecht. Also, auf was warten wir? Verflixt, komm schon. Wenn's überhaupt noch da ist. Ein Glück, dass ich euch habe. Wenn ich das noch lernen müsste. So, bei mir hat's auch eine Zeit lang gedauert, bis ich da durchgestiegen bin, Leo. Lass mich mal her, Werner. Der Liebesbrief wird sie gelöscht haben. Ist doch klar. Das würde doch jeder machen. Lass mal den Papierkorb ansehen. Hä? Papierkorb? Das Ding hier. Du schaffst das auch nicht. Wetten? Das würde ich mir überlegen. Na, wer sagt's denn? Das gibt's doch nicht. Ich, Armin Fuchs, gestehe. Ein Geständnis. Und was für eins? Gut, dass Sie Dinger auf Papierkörbe haben. Richtig schön altmodisch. Und gut, dass es noch Leute gibt, die mit den Dingern ihre Probleme haben. Die glauben, was ein Papierkorb ist, ist gelöscht. Tja, da hätten wir dieses Geständnis nie gefunden, weil es nämlich verbrannt ist. Du meinst... Ja, klar. Die Reste im Aschenbecher. Du kannst dir das ausdrucken. Bin schon dabei. Das hat doch einer von den Clausens geschrieben, um den Fuchs unter Druck zu setzen. Aber dann hätten sie es doch nicht verbrannt. Es sei denn, die Dinge entwickeln sich plötzlich ganz anders. Zum Beispiel, dass plötzlich jemand schießt. Eben. Werner, die Fingerabdrücke. Ich denke, die sollen heute vorliegen.
Ich rufe sofort im Labor an. Ja, Riedmann hier. Was ist? Seid ihr endlich soweit mit den Fingerabdrücken? Jetzt brennt's allmählich. Wen hast du jetzt in Verdacht? Niemand. Kann ja nicht sein, dass Tanja die Waffe für ihre Eltern besorgen sollte, oder? Was meinst du? Im Moment meine ich gar nichts. Weiß ich ja, die verschiedenen Abdrücke. Aber was habt ihr denn jetzt effektiv? Moment, das ist sicher? Eindeutig. Und von Frau Clausen auch. Nicht in Schussposition. Okay, danke. Und? Dr. Clausens Abdrücke sind einwandfrei identifiziert. Die von Frau Clausen sind auch nachweisbar. Aber in beiden Fällen haben sie die Waffe nicht in Schussposition gehalten. Was ist mit Tanjas Abdrücken? Fehlanzeige, nicht die Spur zu finden. Dann würde Tanja rausfahren. Aber wenn sie die Waffe besorgt hat... Hat sie auch geschossen. Und die Clausens haben ganz schnell dieses vorgefertigte Fuchsgeständnis verbrannt, damit wir nicht auf das Motiv kommen. Also... Ihr stellt jetzt das Haus auf den Kopf und sucht alles, aber auch alles an Handschuhen zusammen, was sich finden lässt. Ja? Und wo gehst du hin? Ich will ins Büro. Wartest du denn noch auf uns? Na, so lange werdet ihr ja wohl nicht brauchen. Oder soll ich eine Hundertschaft zur Verstärkung anfordern? Ruft an, wenn ihr fertig seid, ich lasse euch abholen. Paul, sieht ja aus, als hätten Sie auf mich gewartet. Ja, ich habe Sie da reingehen sehen vorhin. Ich wollte nur wissen, wie es Tanja und Herrn Fuchs geht. Ach so, ja, wegen Tanja kann ich ja mal nachfragen. Und Herr Fuchs, ja, also bisher habe ich nichts von einer Veränderung seines Zustandes gehört. Der darf nicht sterben. Tanja soll keine Mörderin werden. Na, Kopf hoch. Im Übrigen, Tanja hat ihr Geständnis widerrufen. Sie war es nicht? Wer dann? Tja, wenn wir das wüssten. Ja, bitte. Tag. Ah, guten Tag, Herr Pohl. Das ging aber schnell. Ja. Ich wollte sowieso gerade aus dem Haus und da ist etwas mit Armin passiert. Ich meine... Sein Zustand ist unverändert. Aber bitte, nehmen Sie doch Platz. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Nein, nein, danke. Ja, Herr Pohl, ich habe noch einige Fragen an Sie. Erstens, wo genau standen die drei Clausens, als sie dort reinkamen und ihren Freund am Boden liegen sahen? Tja, wo? Ja, im Wohnraum waren sie ja alle. Oder ist einer von ihnen gerade noch dazugekommen? Nein, nein. Also die Eltern, Dr. Clausen und Frau Clausen, standen in Richtung Terrassentür. In Richtung Terrassentür, aber im Wohnraum? Ja. Terrassentür war geschlossen? Ja. Und Tanja? Das Mädchen war, ja, ich weiß nicht, wohin diese Tür führt. Rechts, so eine Innentür. Ach, die zu den anderen Räumen führt, meinen Sie? Ja, glaube ich. Das Mädchen war an diese Tür gelehnt. Könnte sie vielleicht gerade reingekommen sein? Möglich, ja. Als Sie die Schüsse hörten draußen in Ihrem Wagen, es dauerte ja immerhin einige Augenblicke, bis Sie die Villa betreten haben und dann den Wohnraum. So lange immerhin, dass das Papier im Aschenbecher nicht mehr brannte, sondern bereits verglimmte. Ja, ja, richtig. Wissen Sie, ob Frau Clausen Herrn Fuchs hin und wieder in seiner Wohnung besucht hat? Möglich, aber das weiß ich nicht. Aber hat er doch öfter Damenbesuche. Zu Hause? Naja, aus seinen Briefen wissen wir immerhin, dass er
nicht gerade wie ein Mönch gelebt hat. Ja. Mitbringen konnte er sie doch nicht, da war doch... Renate Larios. Ja, zuletzt. Und davor... Wir haben doch dieses Boot gepachtet. Kajütboot? Ja. Und da fanden dann die gelegentlichen Schäferständchen statt? Ja. Können Sie mir den Liegeplatz zeigen? Ja, ja, natürlich, kein Problem. Mal her. Ich glaube, ich habe was Interessantes gefunden. Haushaltshandschuhe. Aus Gummi. Benutzt. Und die Hülle dazu. Die hebt man im Normalfall nun wirklich nicht auf. Das könnte sein, was Leo sucht. Mit Sicherheit. Ich denke, zusammen mit den anderen Fundstücken reicht's. Wir haben alles. Das ist unser Boot. Wie Sie sehen, hat eine Kajüte. Na? Lange nicht gesehen. Ich dachte schon, Sie hätten keinen Spaß mehr an dem Boot. Im Gegensatz zu Ihrem Freund. Tag, Herr Jensen. Das ist Herr Jensen, ein Bekannter aus dem Club. Guten Tag. Sagen Sie mal, Sie wohnen hier auf dem Boot, Tag und Nacht? Was dagegen? Nö, überhaupt nicht. Ich möchte Sie gern was fragen. Ach ja, mein Name ist Kress, ich bin von der Kriminalpolizei. Polizei, was habe ich mit der Kripo zu tun? Entschuldigung, einen Moment. Ja, Chris hier. Werner, ja, was gibt's? Aha, hört sich gut an. Lasst euch von der Fahrbereitschaft einen Wagen schicken und dann sofort mit allen Sachen ins Labor. Vor allem mit den Plastikhandschuhen, ja? Ach hier. Das Ergebnis will ich sofort haben, klar? Gut. Was ich gerne von Ihnen wissen möchte, Herr Jensen. Sicherlich was über einen Fuchs, diesen Hallo. Oder? Ja, wann haben Sie ihn denn zuletzt gesehen? Gesehen oder gehört? Ich meine, ich gucke ja nicht zu, was der da treibt, aber zu überhören ist er ja nicht. Also hören. Vorige Woche ihn und... vorige Woche, da hab ich schon mal jemand danach gefragt. Mitten in der Nacht hat eine Frau wie verrückt an die... Bootswand gedonnert, weil der Fuchs schon weg war mit dem Mädchen. Kennen Sie sie? Kennen nicht, aber kann sein, dass ich sie mal gesehen habe mit dem Fuchs auf dem Boot. Die hatte vielleicht eine Wut im Bauch, sag ich Ihnen. Eifersucht. Eifersucht, also, wenn Sie mich fragen, das könnte sein, wie so ein Racheengel, der hinter seinem Opfer her ist. Würden Sie die Frau wiedererkennen? Ja, könnte sein. Danke, Herr Jensen. Sie haben uns sehr geholfen. Tut mir leid. Hat ein bisschen länger gedauert. Bleib sitzen. Morgen um 10 Uhr hast du das Ergebnis vom Labor. Schriftlich. Dann will ich um 11 Uhr die ganze Familie am Tatort haben. Im Clausens Villa? Mhm. Für heute reicht's. Feierabend. Was soll das? Ein Lokaltermin oder so? Wir haben unsere Aussagen gemacht. Danke. Liebling. Oder sollen die Verhöre noch mal von vorne beginnen? Das lässt sich leider nicht umgehen, Herr Dr. Clausen. Wir haben neue Erkenntnisse. Und die wären? Vielleicht sollten Sie beide jetzt auch Ihre Geständnisse zurückziehen. Wie Tanja? Dann hat also keiner geschossen. Verstehe. Ich war's. Ich habe nichts zu widerrufen. Meine Tochter ist unschuldig. Ich denke, Sie haben nur unserer beider Fingerabdrücke auf der Pistole gefunden. Richtig. Trotzdem, geschossen haben Sie beide nicht. Sie wollten Armin Fuchs loswerden. Auch richtig? Er sollte dieses Geständnis hier unterschreiben und dann ein für alle Mal aus Ihrem Leben verschwinden.
Den ersten Ausdruck haben Sie ja verbrannt, ne? Den hier haben wir aus dem Computer Ihrer Tochter. Weil Sie das nicht gelöscht haben. Herr Dr. Clausen, sollten Sie uns jetzt nicht endlich sagen, wie es wirklich war? Es hat keinen Zweck mehr. Herr Fuchs, hatte Tanja zum Abendessen eingeladen. Angeblich mit mehreren jungen Leuten zusammen. Geschah das öfter? Das hat Tanja... Nein. Er hat mich öfters eingeladen, wenn mein Mann auswärts zu tun hat. Das hätte sie aber misstrauisch machen sollen, oder? Mein Gott, wer denkt denn an so etwas? Später haben Sie daran gedacht. Als sie nicht nach Hause kam. Ich bin aufgewacht. Ich konnte nicht wieder einschlafen. Es wurde 2 Uhr. Es wurde 3 Uhr. Ich habe gewartet. Schließlich habe ich die Sekunden gezählt. Bis ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und dann sind Sie dahin gefahren, wo Armin Fuchs nach so einem Essen auch mit Ihnen war. Ja. Bitte. Sag's ihm. Es brannte mir unter der Haut. Ich bin gefahren wie im Traus. Entschuldigen Sie. Herr Fuchs, Herr Armin Fuchs, wissen Sie? Oh, da kommen Sie zu spät. Die sind schon weg. Die? Wer sind die? Ich spiele dem doch nicht nach. Aber das Mädchen nicht gekannt. Ich weiß nur, dass die immer jünger werden. Das Mädchen? Immer jünger? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Denken Sie etwa, das interessiert mich, was der da treibt? Sollte ich doch besser dich fragen, oder? Wieso? Du weißt doch, dass ich mit Armin zum Abendessen gegangen bin. Es ist 5 Uhr morgens. Wir sind doch was trinken gegangen. Mama, ich bin kein Kind mehr. Und ob du noch ein Kind bist? Wo wart ihr denn etwas trinken? Das muss ich dir doch nicht erzählen. Stimmt, das musst du nicht. Weil ich es weiß. Weil wir auch manchmal etwas trinken waren nach dem Abendessen. Du? Ich werd verrückt, du doch nicht. Hast du dich mal gefragt, wie alt er ist? Es ist mir egal, wenn du es wissen willst, weil ich ihn liebe. Und weil er mich liebt. Habt ihr miteinander geschlafen? Nein, sag nichts. Sag nichts. Ich will's gar nicht wissen. Das erträgst du wohl nicht, dass dein Jahrgang nicht mehr gefragt ist. Tanja! Naja, wie du ihn manchmal angemacht hast, das darf ja nicht wahr sein. Du bist ja bloß eifersüchtig. Tanja! Tanja, es tut mir leid. Papa kann einem leid tun.
Gut, liebes. Es ist gut, komm. Bitte, bitte beruhige dich. Gut? Was ist denn gut? Ich habe euren Streit angehört. So? Naja, vielleicht habe ich ja doch überreagiert. Sie kann ja nichts dafür. Mag sein, dass ich... Dass du eifersüchtig bist? Das ist nicht der Grund, Ruth. Vielleicht versteht das ja mein Jahrgang einfach nicht mehr. 17 und 50. Auch das ist nicht der Grund. Ich finde, wir sollten endlich versuchen, ehrlich zueinander zu sein. Ich weiß, dass Tanja nicht meine Tochter ist. Was? Als wir geheiratet haben, habe ich dir verschwiegen, dass ich keine Nachkommen zeugen kann. Aufgrund einer Kinderkrankheit. Ich habe es dir verschwiegen, weil ich dich nicht verlieren wollte. Weil ich wusste, wie sehr du dir Kinder wünschst. Ich mir auch. Ich habe mir immer eigene Kinder gewünscht. Eigene? Ich habe Tanja immer wie meine eigene Tochter angenommen. Deine kleine Affäre mit Armin. Ich habe sie aus meinem Bewusstsein gestrichen. Du hast das alles gewusst? Ja, weißt du denn, was du damit angerichtet hast? Du hast mich ihm ausgeliefert. Mit deinem Schweigen hast du mich ihm ausgeliefert. Oh mein Gott. Wie sonst hätte er mich denn erpressen können? All die Jahre. Weil Geld braucht oder eine Geliebte. Immer hat er damit gedroht zu erzählen, dass Tanja nicht deine Tochter ist. Meine Frau und ich haben dann beschlossen, dieses Geständnis aufzusetzen. Herr Fuchs sollte unterschreiben, meine Frau jahrelang erpresst, sie sexuell genötigt und seine eigene Tochter als Druckmittel benutzt zu haben. Aber Sie kennen dieses Geständnis, ja. Er sollte sich ferner verpflichten, aus unserem Leben zu verschwinden, und zwar ein für alle Mal. Sonst würden Sie von diesem Geständnis Gebrauch machen, ihn anzeigen. Ja. Hätten Sie ihn doch gleich anzeigen können. Die Sache sollte nicht publik werden. Ich wollte erst einmal wieder Ordnung in unser Familienleben bringen. Es sollte alles wieder so werden wie früher. Es wird aber nicht so werden wie früher, Herr Dr. Clausen. Wenn Fuchs diese Verletzung nicht überlebt, haben Sie Tanja zur Mörderin gemacht. Wir konnten doch nicht ahnen, dass Tanja alles mit angehört hat. Ich wollte ihr noch alles erklären, am nächsten Morgen. Ich bin zu ihr rauf in ihr Zimmer. Aber sie war schon weg. Ich wollte abends schon abhauen. Aber als ich das hörte mit Armin und Mama, ich hätte mich am liebsten selbst umgebracht. Und da fiel Ihnen die Pistole ein, von der Paul Ihnen erzählt hat. Und da hat Ihr Mann dieses Geständnis geschrieben und dann haben Sie Armin Fuchs angerufen, dass Sie ihn sehen wollten. Ich habe Armin erschossen. So glauben Sie es doch endlich. Ja, Tanja hat die Waffe besorgt, ja. Aber meine Wut, mein Ekel, mein Abscheu... Wissen Sie, ich habe ihn so gehasst. Tanja auch. Mehr noch als Sie. Während Sie beide nämlich auf Armin Fuchs warteten und er dann kam, stand Tanjas Entschluss längst fest. Hallo Ruth! Ich bin's!
Klausen. Die sind auch da. Tanja! Hallo! Die Handschuhe schnell! Die Pistole, lass sie fallen! Es stimmt, dass Tanjas Fingerabdrücke nicht auf der Pistole waren. Nur ihre. Weil Tanja Handschuhe trug. Aber nachdem wir die Handschuhe gefunden hatten und im Labor untersuchten, fanden wir auch den Beweis. Schmauchspuren. An ihren Händen waren ja keine festzustellen. Wenn Sie sich dann verabschieden wollen, dann... Nein. Sie dürfen Tanja nicht wieder mitnehmen. Tanja, es geht nicht anders. Ich muss sie leider festnehmen. Wegen Mordversuchs. Versuch. Versuch. Ein Versuch ist kein Mord. Kommen Sie bitte. Sei ganz ruhig, mein Liebes. Noch lebt er. Du wirst nicht seine Mörderin sein. Kommen Sie. Danke, Sie können fahren. Tanja! Tanja!